Hey Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Lego Worlds. Wir sind hier stehen geblieben bei dem Märchenwald und wir werden jetzt zu der Rakete gehen und endlich mal eine neue Welt ansteuern. Ja, wie bei der letzten Folge gesagt, ich musste ja alles neu machen und so. Aber ist ja jetzt egal. Wir haben dafür ja auch eine neue Welt bekommen und neue Sachen. Und wir können jetzt wieder die Kamera benutzen. Das ist natürlich geil. Besonderer Gegenstand freigeschaltet. Kamera. Weil wir haben Troll bekommen. Mach Fotos von Dingen, die dir gefallen. Wie zum Beispiel einem herrlichen Sonnenuntergang, einem süßen Kätzchen, das unter einem Baum schläft. Oder einem Löwen, der einer Hexe den Hintern beißt. Hier, das Pferd. Oh, beautiful. Beautiful. Jetzt gehen wir zu einer anderen Welt, würde ich mal sagen. Rein da! Junge, es ist kochen heiß in meiner Welt. Oh, guck. Da sieht man noch die Ranke. So. Ich werde zu einer neuen Welt. Nee. Sieht mir zu klein aus. Ah, aber wir hatten schon Schrottwelt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Schrottwelt. Das vielleicht. Also, das lasse ich mal außen vor. Ich will noch nicht Sumpf haben. Ja, aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Schrottwelt. Das hatten wir schon. Ja, das ist zu klein. Hey, immer diese Schneewelt. Zu klein, zu klein. Ja, merke ich mir auch. Also ich will endlich mal hier so ein bisschen größer. Hallo. Ja, okay. Ja, nehmen wir das. Ein bisschen Lava. Auch wenn wir Lava hatten, komm, das schadet nicht. Ich schadet nicht. Los rein da. Oh, jetzt bin ich wieder gespannt. Ich bin so gehypt wieder. Aber mein Hype hat sich jetzt ein bisschen wieder abgesenkt, weil ich ja alles nachholen musste. Das war ein bisschen schade. Naja, macht ja nichts. Ist ja nicht so tragisch. Wir bauen alle im LXFML. Keine Ahnung, was das ist. Schweine lernen fliegen. Red Bull verleiht Flügel. Goldene Steine werden aufgespürt. Pakete werden in irgendwas gemacht. So, wieder Sturzlandung. Krass, dass so eine Rakete einfach packzäher ist. Alter, wie krass das aussieht. Alter. Fieses Ödland. Mein Gott, das sieht mega geil aus. Was ist das? Was ist das, Junge? Was bist du? Jo. Was bist du, Alter? Mal, was brauchst du Dynamit, Alter? Junge, was ist das für ein Ding? Ich dachte, ich muss das irgendwie bekämpfen, Junge. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Okay, hier ist irgendwie so ein Feuerwehrmann. Keine Ahnung, was ein Feuerwehrmann hier bei einer Lavawelt tut. Sieht aus, als hätte ich mich selbst in einer Falle gelöst. Gelostet. Gelotzt. Kannst du die Lava mit irgendwas anderem abdecken? Ja, natürlich, ich kann es mit Farbe wegmachen. Ist ein bisschen unlogisch, aber okay. Hä? Achso, das war ich gerade. Ich dachte, er ist gerade runtergesprungen. So, aber du könntest auch einfach rüberspringen wie ich. Ist ja auch ganz einfach. So, bin fertig. Ich schätze, so geht das. Bist du fertig, Chef? Ja, natürlich. Danke für einen weiteren goldenen Stein. Und ich kann mich jetzt auch verkleiden von dir. Zu mir. Yeah. Ist ja wie so eine Fließbandarbeit. Wo ist er denn? Hey, ich sehe den nicht. Hab ich den wirklich gescannt? Anscheinend nicht. Scheiße, Lava. Hab ich dich wirklich gescannt? Warum habe ich den? Ach, hier. Ich habe den nicht wirklich gesehen.
Okay, Alter, das ist ja wirklich riesig. Das ist riesig. Okay, aber gehen wir erstmal da hinten hin, wo wir einen weiteren goldenen Stein bekommen. Ich muss mir auch im Kopf setzen, dass ich ja noch das Dynamit brauche für dieses komische Vieh da. Ich weiß nicht, was es ist. Es sieht so merkwürdig aus. Okay, was ist hier hinten los? Wer bist du? Oh, das kann man scannen. Ich scanne erstmal die Kisten hier. Was bist du denn? Ein Mensch natürlich. Oh nein! Ein Vulkanausbruch droht, diese Kisten zu zerstören. Kannst du die Lava in Tiefgestein zurückverwandeln? Ja, jetzt will die nächste das haben. Na gut, mach ich. Weil ihr es seid. Zack. Bitteschön. Und noch einen goldenen Stein. Wer bist du denn? Also ist das so ein Archäologe? Ich kann dieses Wort nie aussprechen. Oh, ich hab meinen, hey, ich hab doch einen, hä, wo ist der Knochen? Ich hab doch den, ich hatte den, doch, naja. Ist ja irgendwie verschwunden. Oh, ich hab die weggemacht. Aber ich, es ist zwar komisch zu fragen, aber was ist da oben auf dem Vulkan? Kann man ja mal so fragen. Und warum ist das so ein Lego Ninjago Fahrzeug? Das ist von Cole. Also, ist von der Serie. Haben wir ja letztens gespielt. Okay. Ja, Steuerung. Kann man graben? Ja, man kann graben. Oh, das war aussteigen. Ich drück doch die Taste. Ach, ich muss es anschalten. Ah, oh mein. Ui. Alles klar. Okay. Alter, ruck geht das. Oh, ich habe mein Fahrzeug kaputt gemacht, weil ich in die Lava gefahren bin. Aber ich kann ein neues bauen. Alter, dieses Spiel. Okay, jetzt bin ich wieder gehypt. Jetzt bin ich gehypt. Hier gibt es noch ein Skorpion. Ein geiler Skorpion. Hier ist wieder so ein Ding. Kann ich immer den Namen wissen? Warte mal, ich will den Namen wissen. Bornhard. Bernhard, wahrscheinlich. Eine Mischung aus Burn und Hard. What the fuck? Wo? Oh, Junge, was ist das? Warum läuft der so komisch? Er läuft, als hätte der sich eingeschissen. Und er ist voll schnell. Und was ist das für ein Gefährt? Das ist noch so eine Schlange. Das gehen wir natürlich. Was ist das für ein Lava-Flitzer? Aha. Okay. Ey, diese komischen Kraterumrisse, oder was das ist. Ist ja mega cool gemacht. Guck, wie das aussieht. Sieht aus wie so ein Kuchen. Bin ich der Einzige, der das so findet? Naja. Dann würde ich erstmal sagen, dass es mit dem Part war. Wir haben hier schon wieder so viel entdeckt. Also 17 goldene Steine, auch wenn die Aufnahme jetzt nicht so lang ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.